Lecker. Sehr schön. Was geht, Leute? Ich bin hier mit dem Lager-Leo und dem Lukas am Skatepark und wir haben uns einiges für heute vorgenommen. Der Leo ist schon ordentlich am Stürzen und wir werden gleich nachziehen. Ich würde mal sagen, Leo haut das Ding raus und dann hat der Lukas hier noch was vor. Willst du schon mal erzählen? Ja, ich will versuchen, hier einen Abubakar zu machen. Jo. An dieser Mini-Quarter und dann Crankflip beim Reinspringen wieder. Und habe ich noch nie an der Quarter gemacht, also könnte interessant werden. Das ist auf jeden Fall eine richtig harte Aktion, weil man da to fakie reinspringt und wenn man dann halt nicht die Pedale wieder trifft mit den Füßen, dann ist halt Game Over. Aber ich würde sagen, erstmal sehen wir Leo und dann wird der Lukas nachlegen, ne? Easy. Juhu! So. Motiviert. Tritt er auf meinen Schuh einfach? Ja. Ja jetzt. Da muss ich ja jetzt ran, ne? Ja, dann zeig mir deine Endkrassheit, ey. Oh! Alter! Aber, ich weiß nicht, ob man das erkannt hat auf der Kamera, das Fahrrad ist so ein bisschen aufs Vorderrad geklatscht und hat mir ja, seinen Sattel... Das ist ein Hänger gehabt, ne? Hm? Nee, ich bin einfach nur vor aufs Vorderrad und der Sattel hat meine Eier ein wenig angehoben. Aber sie sind noch in Ordnung, ist alles noch ready to go. Das erfreut uns alle, Lukas. Das war aber schon krass, dass er da überhaupt den Crankflip reingemacht hat. Das ist echt, da seht ihr mal, was direkt passiert, wenn man so to fakie reinspringt. Also ich hoffe, diesmal steht er ihn. Das ist echt ein krasser Trick, ey. Gib alles! Gott. Ey, irgendwie bin ich an meinem... Irgendwo bin ich hängen geblieben. Ja, der war aber perfekt bis auf das Hängen. Ah, oh, schade, Mann. Ah, ich voll hier gesehen, mit meinem... Ey. Da ist der Kurbelarm rein. Ja, ja, shit happens, ne? Krank. Krank. Komm, ey, jetzt hast du ihn fast. Oh, jetzt tut's weh. Oh! Oh, Mann, war das knapp! Dann ist voll Party, ey. Ja, die feiern dich, Mann! Aufstehen, nochmal! Das sah echt gut aus, Alter. Die sind nur wegen dir am Feiern. Oh, Mann. Du hast die Bremse gedrückt, ne? Nee, ich war irgendwie mit links nicht ganz drauf auf dem Pedal. So, nur so halb. Du wärst jetzt gefangen und wärst dann an der Bremse hängen geblieben. Ich glaube, er muss erst mal was machen. Komm mal ein Päuschen hier. Das geht doch nicht weiter. Lukas ist heute nur am Rumjammern, ne? Es ist so warm. Er löst mich komplett ab. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir hier mal mit Leo an. Der macht jetzt einfach was. Du erholst dich ein bisschen. Ja. Was hast du vor? Also, ich habe bisher drei Ideen. Ja, dann schieß einfach mal mit der ersten los und den Trick machst du. Genau, den Futsche. Jo, bin ich gespannt. Ja. Der wird nice. Ich bin fertig. Der war schon ziemlich nice. Der war schon ziemlich nice. Okay. Juhu. Jetzt. Nice. Was hast du noch vor hier? Jetzt habe ich den andersrum vor. Rock und dann Bar raus. Oha. Da hab ich mal gespannt, gucken, habe ich noch nie gemacht. Jetzt gibt es den richtigen First Try von Leo, ey. Da. Wollen wir mal sehen, ob er den direkt auf First Try auch raushaut, ne? Ah, mal gucken. Ich drücke die Daumen. Gut, danke. Wenn er da wieder fakie reinspringt, hat er natürlich extrem wenig Zeit für den Barspin, aber den macht er schon. In Leo, da habe ich großes Vertrauen drin. Der Typ, der hat auf jeden Fall mächtig Bock und der zieht sowas auch durch. So, kommt mal ran hier. So, der Lukas steht hier auch schon wieder. Und ich würde sagen, ihr beiden, ne? Ihr macht jetzt einfach abwechselnd. Da machen wir eine Challenge draus, wer hier das Ding zuerst macht. Die beiden hier, die tun sich so schwer. Ich habe richtig Schiss, selber was zu machen. Ich will nicht auch so lange brauchen, aber ihr kennt das ja leider bei mir. Deswegen würde ich sagen, die Challenge läuft, Alter. Wer will anfangen? Wollt ihr Schnick, Schnack, Schnuck machen? Ja, er fährt schon. Er fängt einfach an. Na gut. Wenn ich ihn angefroren habe, dann wird es auch machen.
Du kannst dir jetzt den Respekt gewinnen, der Zuschauer hier. Oh! Siehst du? Mit dem Ansporn, da klappt schon besser, Alter. Jetzt muss Lukas hier nachziehen. Jetzt wird das Ganze doch schon richtig interessant. Oh! Alles klar? Alter, hat das geknallt, Mann. Das Klatschen war meine Hand. Boah, Junge, ey. Aua. Jetzt gebt ihr hier richtig alles, oder was? Aua. Also. Jetzt geht's richtig los. Jetzt fängt das Video erst richtig an. Jetzt zeigen sie hier ihre Endkrassheit und versuchen mal hier ernsthaft den Trick zu machen, ey. So will ich das sehen. Oh, es bleibt so spannend, ne? Das ist halt so scheiße, weil wenn ich dann lande, lande ich hier so voll im Flat und nicht mehr in der Rampe. Willst du einen Tipp haben? Ja. Land nicht im Flat. Oh, danke. Kein Problem, ey. Hätte auch von mir kommen so, können. So, Lukas, ey. Du bist ja immer, du bist ja, Leo muss ja immer vorlegen. Wenn Leo ihn nicht schafft und du den machst, dann hast du direkt gewonnen, ne? Dann kann er nicht mehr ausgleichen. Oh. Und Leo lächelt, er freut sich schon. Er kennt seine Chancen. Die Vernichtung. Die Vernichtung vom Lukas Gerlach sehen wir hier. Oh shit. Den Karottenjunge. Folgt mir auf Instagram unter Karottenjunge. Der Karottenjunge mit dem Karottenhelm, Alter. Karottenhelm, Karottenfahrrad. Weil er so gerne Gemüse isst, der Junge. Vorbildlich. Lass das. So, Leo. Sehen wir ihn jetzt? Nein. Oh nein. Wurde abgelenkt aus dem Augenwinkel. Ja, natürlich. So, Karottenjunge. Ah, da dreht sie sich nicht, die Kurve. So, komplette Konzentration hier bei Leo. Er kennt seine Chancen. Er hat das Auge des Tigers. Das ist so scheiße, Mann. Oh Gott. Wie verdammt spannend das ist. Jeder scheitert immer so knapp da dran. Leo war schon so knapp dran, das ist unglaublich. Und trotzdem hat hier noch keiner gestanden. Und jetzt kann Lukas wieder alles klar machen, aber wow. Ich bin auf jeden Fall gehypt hier, was hier passiert. Das ist ja eine richtige Challenge zwischen hier den Karottenjungen und dem Lager-Leo. Ja, Lukas, der trinkt jetzt das französische Wasser. Hashtag not sponsored. Und ihr wisst ja, wie das mit den Franzosen ist, ne? Die war noch nie gut im Gewinn. Deswegen ist die Flasche auch weiß hier. Ja. Die haben auch angelehnt an deren Flagge. So, Leo. Ja, ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Ja. Ja, dann mach schnell, damit Leo den stehen kann. Ich hab Vertrauen in dich. Das Gegenteil. Oh, Lukas. Leo, sie feuern dich wieder an. Lager Leo, hey! Hey! Lager Leo, hey! Hey! Jo! Lange hat's gedauert! Aber du hast noch nicht hundertprozentig gewonnen, ne? Der war schon verdammt cool. Aber wenn Lukas jetzt nachzieht. Ja, stimmt. Dann steht es wieder unentschieden quasi, ne? Also, ich will dir jetzt keinen Druck machen, aber wenn du den jetzt nicht schaffst, ne? Dann hast du verloren. Dann habe ich keine Ehre mehr. Dann hast du verloren und dann musst du mir dein ganzes Wasser geben. Ich habe ja noch eine zweite Flasche. Echt? Das ist ja nicht mal Wasser, also. So, Lukas. Auf geht's. Ich glaube, sowas sollten wir öfter machen hier. Eine Challenge zwischen zwei Jungs, wer den Trick zuerst macht, ey. Ist für mich auch total geil, ey. So eine Spannung hier. Ich dachte eigentlich, Lukas haut den raus, weil der da vorne schon so gut dabei war. Und dann haut Leo den doch zuerst raus. Und ja, der Lukas, der kriegt hier Nervenflattern. Aber vielleicht macht er ja jetzt noch. Dann steht's unentschieden. Dann müssen wir hier noch einen Schnick-Schnack-Schnuck machen. Also. Machen wir einen neuen Trick. Neuen Trick? Alter. Ich bin dann soweit. Ja, mit dem will ich gar nichts mehr zu tun haben. Doof. Leo, ja? Wie fühlst du dich? Das war ja die erste BMX-Challenge für ein YouTube-Video und du hast gewonnen. Easy. Du bist jetzt aber wirklich der erste Gewinner, Alter.
Ja, und ich denke, ich muss auch für immer der Gewinner bleiben. Also okay. Jeder, der sich traut, gegen mich zu fahren, ja, wird verlieren. So, schreibt mal hier in die Kommentare, wer als nächstes hier gegen Leo antreten soll. Und dann machen wir in einem der nächsten Videos auf jeden Fall nochmal eine richtig fette Challenge. Und dann, tja, das kann auf jeden Fall spannend werden. Aber ich würde sagen, Leo haut jetzt noch einen Trick raus und ich habe mir ein richtig geiles Gap rausgesucht. Das will ich gleich auch noch machen. Aber, tja, der Leo tankt jetzt einmal nach und dann haut er noch einen Trick raus, ne? Oh nein, das französische Wasser. Das kannst du doch nicht bringen. Ich spür's. Also, ihr müsst entscheiden, welchen Trick ich mache. Entweder 180 Bar über die Spine. 180 Bar über die Spine. 180 Bar über die Spine. Ich will den zweiten gar nicht hören. 180 Bar über die Spine. Der ist nicht cool. Und der hatte Angst vor, das weiß ich. Deswegen muss er den jetzt machen. Ich bin dabei. Hätte ich mich auch vorgeschlagen. 180 Bar über die Spine, ja. Ja, komm. Scheiß Mitläufer. Ich mach. Okay, ich mach erst einen übers A-Frame. Okay. Dann Trockenübung. Ich mach erst dann nur einen 180. Nice! Das reicht doch schon mal. Das hat er schon mal hier übers Hausdach geschafft und dann schafft er es auch über die Spine. Da habe ich auf jeden Fall Zuversicht hier in Leo. Das ist voll zu vertrauen, dass er den jetzt auf 1 über die Spine macht, aber sehen wir selber. So Leo, noch ein paar letzte Worte. Wenn ich den schaffe, bin ich glücklich. Wenn nicht, tot. Okay, cool. So, auf 1 wird das Ding nicht, aber auf 2 oder 3, da muss er ihn machen, das ist Leo. Ich meine, der braucht nie lange für einen Trick, der zieht immer durch, ey. 3 zählt ja der erste Wurf. Nee. Jo, nice, Mann. Schönes Ding, die Spine hier bezogen mit 180 Bar Spin, ey. Da freust nice. Du dich auch, ne? Ich will noch einen. Was? Darf ich? Ja. Du darfst. Ich wäre ja für eine Line hier den 180 Bar und dann, was er ist ja schon fast wieder für den anderen Trick da angefahren. Ich glaube, sowas heben wir uns fürs nächste Video aus. Man will ja nicht gleich übertreiben, ne? Wieso nicht? Schön, der war clean, Alter. Ja. Richtig schön clean. Nice. So, Lukas, willst du noch einen machen? Was? Willst du noch einen machen oder soll ja, ich was dir? Denn? Ja, das musst du mir doch sagen. Ja, das muss irgendwas sein, was ein bisschen weniger Versuche verschwendet. Das ist nein. Ja oder nein? Was? Ja oder nein? Ich mach was, ja. Ja, passt. Ich hab. Seht ihr? Mit ja, sowas was? Muss ich mich immer rumschlagen hier. Ich will einen Trick machen, aber ich weiß nicht was. Unglaublich. So, Lager, Junge. Du hast was. Ja. Was muss er machen? Fake Transfer. Also den nicht quasi. Ah, okay. Wenn ich ehrlich bin, sieht das ziemlich gefährlich aus. Und du machst ihn normal. Das klingt nach einer Mission, Alter. Ich muss jetzt mal angucken hier. Ich will nicht sagen, aber hier liegt nach Hundescheiße in der Ecke. Was machst du gerade? Ich bin eine Pussy. Ich trau mich das nicht. Nee, sowas habe ich echt noch nie gemacht, keine Ahnung. Na dann. Bin auch gerade angefahren, aber sehe ich mich nicht. Dann würde ich sagen, dann zimmer ich jetzt noch das Gap draus, weil ich bin auch schon gut durch. Und ja. Das Ding habt ihr noch gar nicht gesehen, wo ich gleich das Gap drüber mache. Deswegen sage ich, fahren wir mal dahin und schauen wir uns das mal an. Und dann wird mächtig Gas gegeben, ey. Juhu! Nur für dich. Ja, kann ich. Ich bin ja mal im Weg. Oh, Mann. Gedacht. Ja, pass auf, den. Was eine Lehnung, ey. Okay, machen wir es so, ich versuch's halt, aber die Chancen stehen gut, dass das genauso endet wie mit dem Crankclip okay, da rein. Okay, dann los. Was lasse ich mich da wieder ein? Ja! Den hättest du hundertprozentig gemacht, Lukas. Hundertprozentig. Ein Ticken zu schnell, weil nee. Ich glaub. Schön! So, da hat der Karottenjunge ihn doch noch rausgehauen. Hat er sich getraut, ey. Richtig schönes Ding. Ich bin doch keine Pussy. Schön, Mann. Ah. Nice. So, und jetzt nach der kurzen Verlängerung gucken wir uns das Gap an, würde ich sagen.
So, wir sind hier beim Riesengap. Und zwar, was heißt Riesengap? Und zwar, die Jungs haben da so eine absolut massiv hässliche Welle hinbetoniert. Und ich würde sagen, hier ist diese alte Welle halt. Die fängt hier an. Hier ist so ein kleiner Absprung. Und der kommt, mein Rad ist ungefähr 1,50 lang. Gucken wir. Das sind 3 Meter. Das sind 4,50. Na komm. Das sind schon fast 6 Meter. Das ist ein 6 Meter Gap. Und ich will jetzt hier aus der alten Welle da vorne in diese neue reinspringen und dann versuchen, irgendwie an diesen Brennnesseln vorbeizufahren und es zu einer, ja, nicht brennnesseligen Situation kommen zu lassen. Hast du Vertrauen in mich, Lukas? Nein. Danke. So, da die Jungs immer so lange gebraucht haben, würde ich sagen, ich gebe einfach richtig Kette und mache das Ding first try. Das ist in Ordnung für euch, ne? Okay, für mich auch. Punkt 1. Falls ihr es euch schon immer gefragt habt, Brennnesseln gehen durch die Hose, ja, das stimmt. Punkt 2, ich glaube, ich hatte einen leichten Hänger und muss es nochmal machen. Punkt 3, hier ist sogar eine Bremsspur. Punkt 3, da ist sogar eine Bremsspur. Punkt 1, Brennnesseln sind echt ungemütlich. Geil das aussieht, der Weg durch die Brennnesseln. Komplett durchgemäht, Alter. Ja, der war schon besser, aber die Kurve. Guck ich mal die erste Bremsspur auch an. Da ist sie. Ja, die Kurve habe ich leider nicht bekommen, aber ja, war trotzdem ziemlich geil. Jungs, ich würde sagen, wir sehen uns bei den nächsten Vlogs. September ist richtig viel geplant, Gewinnspiele. 10.000 Abonnenten werden geknackt, da werden wir richtig einen raushauen. Ich freue mich mega drauf. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut.